Guten Tag. Diesmal schauen wir uns vier ZUSI-Streckenmodule an, die von den Kollegen gebaut worden sind und die demnächst den Bahnhof Lüneburg mit dem Rangierbahnhof Maschen verbinden werden, nämlich Bardowick, Radbruch, Winsen an der Luhe und das Modul Stelle. Wir gehen los in Bardowick. Wenn ihr einen auf dem aktuellen Update-Stand befindliches ZUSI 3 habt, dann kennt ihr dieses Modul eigentlich schon. Aber der Vollständigkeit halber scrollen wir hier jetzt trotzdem mal eben durch. In unserem Rücken befindet sich jetzt also der Bahnhof Lüneburg und Fahrtrichtung ist nach Norden in Richtung Hamburg. Man hat hier also die althergebrachte zweigleisige Fernbahnstrecke mit LZB und das 2012 neu hinzugekommene sogenannte Regionalgleis, das jetzt zukünftig als einziges dieser drei Gleise dann auch mit einer ETCS Level 2 Installation versehen werden muss aufgrund einer Ausrüstungsverpflichtung. Man bekommt nämlich beim Neubau von Schienenstrecken nur noch dann Fördermittel von der Europäischen Union, wenn man dort dann auch ETCS als Zugbeeinflussungssystem installiert. Ich möchte mal eben kurz auf eine signaltechnische Besonderheit dieser ganzen Strecke jetzt hier vorab dann eingehen. Auf zweigleisigen Strecken mit Regelgleis und Gegengleis ist es ja normalerweise so, dass am Gegengleis die Signale dann eigentlich links vom Gleis stehen sollten. Diese Regel gilt allerdings nicht, wenn sich links hiervon noch ein weiteres Gleis befindet, um dann Verwechslungen der Signale auszuschließen durch einen Triebfahrzeugführer, der sich auf dem Regionalgleis hier nach Norden bewegt. Damit der dann eines der eigentlich zu diesem Gegengleis hier gehörenden Signale nicht auf sich bezieht, ist es dann so, dass also in dem Fall grundsätzlich alle Signale dann rechts von ihrem zugehörigen Gleis stehen müssen. Und dann haben wir auch bereits den Bahnhof Bardowick erreicht. Am Regionalgleis ist diese Betriebsstelle kein Bahnhof, sondern das ist eine gesonderte Betriebsstelle Bardowick HP. Hier an den Ferngleisen hat der Bahnhof Bardowick allerdings tatsächlich auch heute noch ein Überholgleis. Bevor die Strecke dreigleisig ausgebaut wurde, gab es auch noch ein Überholgleis in Fahrtrichtung Lüneburg, was sich dann hier befand. Es wurde quasi jetzt als Stück der dreigleisigen Strecke weiterverwendet. Bardowick ist heute ein Ort mit kaum über 7000 Einwohnern. Im Mittelalter war das ursprünglich mal anders. Damals war Bardowick eine durchaus bedeutende Stadt und spielte auch im Handel durchaus auf Augenhöhe mit Städten wie Lübeck oder Schwerin. Und so ungefähr im Jahr 1180 und haben die Bardowicker dann allerdings etwas getan, was sich langfristig doch als ziemlicher Bumerang erwies. Die Story geht in etwa so: Landesherr in dieser Gegend war damals Herzog Heinrich von Sachsen. Und eines Tages war der auf der Durchreise hier. Und für die Leute der damaligen Zeit war völlig klar, vor dem Landesherrn, wenn der kommt, muss man sich verneigen. Jetzt war es allerdings so, dass die Bardowicker damals mit der Politik ihres Landesherrn nicht einverstanden waren. Und dann kam man auf die Idee, es stand ja nirgendwo geschrieben, in welche Richtung man gucken musste, während man sich vor dem Herzog verneigte. Und es stand auch nirgendwo geschrieben, dass man dabei Hosen tragen musste. Und es kam also dann der Herzog nach Bardowick und die Bardowicker verneigten sich vor ihm, so wie sich das gehörte, und zeigten ihm dabei allerdings ihre entblößten Ärsche. Für dieses Vorkommnis wurde dann später der Begriff geprägt, die Bardowicker Gesäßhuldigung. Auf diese Weise protestierten also die Bardowicker damals gegen die Politik ihres obersten Chefs sozusagen. Das Problem an der Sache war allerdings, man sieht sich immer zweimal im Leben. So etwa 7 Jahre später kam der Herzog wieder nach Bardowick und wie sich herausstellte, war er furchtbar nachtragend. Er belagerte dann nämlich seine eigene Stadt. Und nachdem er sie dann eingenommen hatte, ließ er den größten Teil der Häuser dann einreißen. Und das kann man allgemein als den Grund ansehen, warum Bardowick heute ein relativ unbedeutender Ort ist und Lüneburg einfach dann das Rennen gemacht hat. So, jetzt ist das Niveau des Videos buchstäblich völlig am Arsch und ich muss gucken, dass ich es wieder irgendwie gehoben kriege. Hier linker Hand gibt es eines der wenigen Blocksignale an diesem Regionalgleis in der Fahrtrichtung von Lüneburg Richtung Norden. Man merkt also, wenn man sich die Leit- und Sicherungstechnik anschaut, dieses Regionalgleis ist wirklich gemacht für Verkehr von Norden Richtung Süden. Da ist also wirklich eine relativ dichte Blockteilung dann vorhanden, alle 1100 und so viel Meter dann ein Blocksignal.
Während in der anderen Fahrtrichtung nach Norden nur eine sehr sparsame Signalausstattung vorhanden ist, da gibt es dann ein Blocksignal hier auf Höhe Haltepunkt Badowick. Es folgt dann noch eines auf Höhe Haltepunkt Radbruch und dann noch Ein- und Ausfahrsignal Winsen an der Luhe und das war's dann bis Stelle. Bei dieser ganzen Regionalgleisinstallation so richtig Sinn ergibt die eigentlich wirklich erst super langfristig. Wenn also irgendwann dann auch auf diesen beiden Ferngleisen hier die Linienzugbeeinflussung durch ETCS abgelöst ist, ab dann kann man diese drei Gleise tatsächlich dann so nutzen, wie es also in der Planung gedacht ist, nämlich mit einem flexiblen Mittelgleis, dass man dann dieses Gleis hier dann nämlich, je nachdem wie gerade der Verkehr so anfällt, in beiden Fahrtrichtungen, entweder nach Norden oder nach Süden, dann von Zügen befahren lässt. Denn hier an diesem mittleren Gleis ist also in der derzeit noch sehr ungebräuchlichen Fahrtrichtung nach Norden, ist hier also bereits eine annähernd so dichte Blockteilung vorhanden wie hier an diesem Fernregelgleis. Also sobald diese LCB-Altlast dann mal irgendwann verschwunden ist, dann wird man diese Strecke hier noch ein bisschen sinnvoller nutzen können, als das heute der Fall ist. Es ändert allerdings im Grundsatz nichts daran. Die verkehrlichen Prognosen sagen aus, dass also eine dreigleisige Strecke zwischen Lüneburg und Stelle einfach nicht mehr ausreichend ist. Man wird hier irgendwann noch ein viertes Gleis dazu bauen müssen, weil einfach der Hafenhinterlandverkehr so dermaßen zunimmt. Das ist also mit drei Gleisen, das geht heute schon kaum noch und in Zukunft wahrscheinlich erst recht nicht mehr. Wenn man also tatsächlich dieses Regionalgleis in der sozusagen falschen Fahrtrichtung nach Norden befährt, dann ist das hier das Einstiegsgrenzsignal. Dann wird man hier tatsächlich auch ins ETCS aufgenommen und allerdings wird man schon im Bahnhof Winsen dann nachher wieder rausgeworfen. Diese ETCS-Installation ist in der echten Welt noch immer nicht in Betrieb gegangen, soweit ich mitbekommen habe. Die neueste Information zu der ganzen Thematik, mitgeteilt von der Bundesregierung in der Antwort auf eine kleine Anfrage eines Abgeordneten, sagte, dass also eine Inbetriebnahme in 3/2020 geplant sei. Wenn damit der März gemeint war, dann ist das ganze Ding schon wieder schwer im Verzug. Wenn damit das dritte Quartal gemeint sein sollte, dann liegen sie wohl noch im Zeitplan. Also es bleibt spannend. Und dann begeben wir uns jetzt noch eben aus dem Bahnhof Badowick raus bis an die Modulgrenze. Und es folgt dann mein Liebling, der Bahnhof Mast- und Schotbruch. Und dann haben wir den Haltepunkt Radbruch erreicht. Bevor der dreigleisige Ausbau kam, war das hier ein Bahnhof. Der hatte in Fahrtrichtung nach Lüneburg auf dieser Seite hier ein Überholgleis für Güterzüge. Und er hatte als Besonderheit Weichen mit gelenkig beweglichen Herzstücken in den durchgehenden Hauptgleisen. Die dienten also dazu, wenn man hier mit 200 km/h auf den Ferngleisen unterwegs war, dass es dann keine Stöße an den Herzstücken gab. Gelenkig bewegliche Herzstücke, das war die erste Bauform von beweglichen Herzstücken. Es gibt noch eine zweite, nämlich die federnd beweglichen Herzstücke und letztere haben sich durchgesetzt. Während hingegen der erste Wurf die gelenkig beweglichen Herzstücke sich nicht ganz so gut bewährt hatten und deswegen im deutschen Schienennetz relativ selten blieben. Ich kann da mal eben, damit man eine Vorstellung davon hat, Bilder von zeigen. Das hier ist also ein gelenkig bewegliches Herzstück. Man sieht hier also, das Ding hat an beiden Seiten hier so Fugen. Und hier unter dem Herzstück befindet sich eine regelrechte Drehpfanne, die also den Punkt bildet, um den dieses Herzstück dann von links nach rechts beim Umstellen gedreht wird. Als Nachteile dieser Bauform von beweglichen Herzstücken stellte sich halt raus, einmal, dass man hier eben zwei so Stoßstellen hatte, und zweitens auch das Gelenk hier unten drunter, das erwies sich als verschleißanfällig durch die Kräfte, die da von drüberfahrenden Zügen reingeleitet wurden. Und die Bauform, die sich stattdessen überwiegend durchgesetzt hat, das ist also das federnd bewegliche Herzstück, das sieht so aus. Ein solches Herzstück hat nur noch an einer der beiden Seiten hier so eine Fuge, ausgebildet wirklich als Schienenauszug tatsächlich.
Während hingegen in dem Strang, der am häufigsten befahren wird, der gerade Strang, schnell verweichen werden ja, das zeigt die Erfahrung, meistens nicht auf beiden Strängen gleich häufig befahren, sondern die allermeisten Züge fahren auf schnell verweichen geradeaus. Und in diesem geraden Strang ist also das federnd bewegliche Herzstück also quasi fugenfrei ausgeführt. Und man hat also nur in dem eher selten befahrenen abzweigenden Strang dann hier so eine verschleißanfällige Störstelle. Wenn man bei so einem federnd beweglichen Herzstück die Verschlüsse und den Weichenantrieb abbauen würde, dann würde übrigens das federnde Herzstück dann eine Position einnehmen, die weder der Linkslage noch der Rechtslage hier entspricht, sondern das Ding würde sich im Idealfall genau mittig hier zwischen den beiden Flügelschienen einstellen. Und das Ding wird also aus dieser mittigen Neutralstellung sozusagen vom Weichenantrieb dann in die jeweils benötigte Stellung dann gedrückt. Es ist also nicht so, dass das federnd bewegliche Herzstück irgendwie eine Vorzugsweichenlage hätte. Könnte man ja laienhaft annehmen, dass das Ding vielleicht die häufig befahrene gerade Stellung von sich aus federnderweise annimmt. So ist das allerdings nicht, weil dann wäre nämlich, um die andere Stellung zu erreichen, müsste der Weichenantrieb dann erhebliche Kräfte dann aufbringen. Und wenn das Ding hingegen einfach nur aus der neutralen Mittelstellung nach links oder rechts gedrückt werden muss, dann ist man in einem Bereich, wo also dann ein Weichenantrieb diese Kräfte dann auch tatsächlich es schafft, die aufzubringen. Ja, das hier ist also die heutzutage übliche Bauform von beweglichen Herzstücken. Diese gelenkig beweglichen Herzstücke, die in etwa so funktionieren, wie man das auch von der Modelleisenbahn vielleicht kennt, die haben sich also nicht so richtig wirklich durchgesetzt. Es gibt allerdings einige Nischen, wo sie auch heute noch mit Sondergenehmigungen dann durchaus noch eingebaut werden. Und zwar ist es wohl so, dass also die kleinste Weiche mit beweglichen Herzstücken, das ist die EW300 für 50 km/h im abzweigenden Strang, die gibt es nur mit gelenkig beweglichem Herzstück und nicht mit Federherzstück. Und der zweite noch verbliebene Anwendungsbereich dieser Bauform ist also, wenn nachträglich entschieden wird, jetzt brauchen wir bei dieser Weiche aufgrund Geschwindigkeitserhöhung aber ein bewegliches Herzstück da drin. Bei einigen Weichentypen mit federbeweglichem Herzstück ist es so, dass die länger sind als die gleiche Weiche ohne federnd bewegliches Herzstück. Und das führt dazu, dass sich also die Gleisgeometrie dann ändert und man dann alles umtrassieren muss und umbauen muss. Während also bei den Weichen mit gelenkig beweglichem Herzstück, die sind genauso von den Abmessungen so lang wie dieselbe Weiche ohne gelenkig bewegliches Herzstück. Dieses Problem mit den Längenunterschieden, das betrifft bei den Weichen des Typs EW760 eine eher selten verwendete Form, nämlich die 760 1:18,5. Und das tritt auch auf bei Weichen des Typs EW1200, egal welche Endneigung. Das sind Weichen mit 100 km/h im abzweigenden Strang. Da ist es also tatsächlich auch so, dass die Ausführung mit federbeweglichem Herzstück, da ist die Weiche länger, als wenn man ein starres Herzstück oder ein gelenkig bewegliches da drin hätte. Noch zwei Storys zu Radbruch. Knallharte Recherche von mir hat ergeben, es ist tatsächlich mal im Bahnhof Radbruch ein Eisenbahnfahrzeug aufgrund eines gebrochenen Rades entgleist. Und zwar am 29. September 1999, Zug ICG 50049. Der ist mit drei Wagen entgleist, weil an einem Fahrzeug ein Radsatzlager gebrochen war. Ist dann noch ein paar Kilometer weiter in entgleistem Zustand gefahren und bei Winsen ist er dann durch Zwangsbremsung ausgestoppt worden. Betroffen war übrigens, langsam wird dieser Witz auch alt, mal wieder ein italienischer Schiebewandwagen. Das war ja diese Schiebewandwagenkrise des Jahres 1999. Das war an und für sich allerdings nicht das Vorkommnis, was dem Ort hier seinen Namen gegeben hat, sondern das geht, soweit ich rausfinden konnte, zurück auf die Leute, die im Mittelalter hier gewohnt haben. Die nannte man die Radebrocki. Es gab übrigens eine Person, die sich, ohne dass sie das beabsichtigt hat, sehr um die Eisenbahn hier in dieser Gegend von Radbruch und Winsen verdient gemacht hat, nämlich Schäfer Heinrich. Gemeint ist allerdings nicht der Schäfer Heinrich, der aus Bauer sucht Frau bekannt ist, sondern ein anderer Schäfer Heinrich, nämlich Heinrich Ast, so hieß der. Dieser Schäfer war nebenbei ein Kräuterheilkundiger und der muss wohl wirklich was gekonnt haben. Er war in Radbruch tätig Ende des 19. Jahrhunderts. Und Schäfer Heinrich arbeitete zusammen mit einem Apotheker in Winsen an der Lur. Diese Zusammenarbeit funktionierte folgendermaßen. Die Heilbedürftigen kamen also dann hier nach Radbruch, durchaus auch häufig dann mit der Eisenbahn. Dann wurden sie mit Kutschen zum Schäfer Heinrich gefahren.
Der verschrieb ihnen dann irgendeine Kräutermixtur. Und mit dieser Verschreibung in der Hand fuhren die Patienten dann weiter vom Bahnhof Radbruch eine Station nach Winsen an der Luhe zu dieser Apotheke, um sich da dann ihre Medizin abzuholen. Zu seinen besten Zeiten hatte dieser Schäfer Heinrich also auch wirklich ein irrsinniges Patientenaufkommen pro Tag. Es wird davon berichtet, dass der teilweise 1000 Leute an einem Tag behandelte. Wenn man das schaffen will, dann muss man natürlich im heutigen Management-Sprech, würde man sagen, seine Geschäftsprozesse streamlinen. Das hatte Schäfer Heinrich gemacht und es war so, dass er immer 10 Patienten auf einmal behandelte. Und das ging dann wohl in etwa so ab wie bei Mitgliederversammlungen von zünftigen deutschen Vereinen. Tagesordnungspunkt 1, Wahl des Protokollführers. Schäfer Heinrich bestimmte also einen dieser 10 Patienten zum Protokollführer. Der musste also die Nümmerchen mitschreiben von den Kräutermixturen, die Schäfer Heinrich seinen Patienten dann verschrieb. Und anschließend wurde dann diese 10er-Gruppe auf Gruppenfahrkarte dann mit der Bahn eine Station weiter nach Winsen gefahren. So ungefähr 1920 verstarb dann Schäfer Heinrich. Allerdings die Apotheke in Winsen, die gibt es immer noch und die haben auch immer noch im Angebot diese Kräutermixturen, die der Schäfer damals erfunden hatte. So, weiter Richtung Norden. Und als nächstes kommt dann Modul Winsen an der Luhe. Dieser Modulname ist ja wahrscheinlich unabsichtlich, durchaus mit Weitsicht gewählt. Es gäbe nämlich in Deutschland noch ein zweites Winsen, das auch früher einen Eisenbahnanschluss hatte, nämlich Winsen an der Aller. Wenn man vom Bahnhof Celle aus die ehemalige, heute stillgelegte Bahnstrecke in Richtung Flugplatz Celle-Wietzenbruch nahm und dann 15 Kilometer weiterfuhr, dann landete man in Winsen an der Aller. Ist relativ unwahrscheinlich, dass da mal ein Zusi-Streckenmodul zustande kommt, aber zumindest würden die Namen sich dann nicht beißen. So, rechter Hand eine Freiflächenphotovoltaikanlage. Ich denke, diese Objekte werden auch eine nützliche Ergänzung des Zusi-Objektbestands sein. Können wir endlich Freiflächenphotovoltaikanlagen errichten? Einfahrsignale Bahnhof Winsen. Dieser Bahnhof ist die einzige Möglichkeit, um zwischen Stelle und Lüneburg irgendwo zwischen dem Regionalgleis und den Ferngleisen hin und her wechseln zu können. Und die Balisen hier im Gleis, die dienen dem Funkaufbau bzw. Funkabbau für das ETCS. Je nachdem, in welcher Fahrtrichtung man hier unterwegs ist, wird man also in Winsen entweder ins ETCS aufgenommen oder man wird dort rausgeschmissen. Jetzt würde ich sagen, biegen wir mal hier nach rechts ab in das Güterzugüberholgleis und dann noch etwas weiter nach rechts. Wir wollen uns nämlich die Bahnanlagen der Osthannoverschen Eisenbahn ansehen, die man hier über dieses Gleis erreichen kann. Jetzt sind wir im Bahnhof der Osthannoverschen Eisenbahn. Der wird im Verfahren zu Gleitbetrieb nach der Fahrdienstvorschrift für nicht bundeseigene Eisenbahnen betrieben. Der Zugleiter dafür sitzt in Celle auf dem Stellwerk CNF. Ganz hier hinten am Ende gibt es einen kleinen Bahnsteig des Heide-Express. Das ist sozusagen der Markenname, unter dem die Arbeitsgemeinschaft der Verkehrsfreunde Lüneburg auf dem OHE-Streckennetz Sonderfahrten mit historischen Fahrzeugen anbietet. Das ist ja eine augenscheinlich ziemlich umtriebige Museumseisenbahn. Die betreiben ja auch eine durchaus ansehnliche Infrastruktur, nämlich diese Eisenbahnstrecke von Lüneburg nach Bleckede. Und hier von Winsen an der Luhe kann man also dann 2 Ziele erreichen. Wenn man hier ganz links sich hält, dann landet man in Niedermarschacht an der Elbe. Auf diesem Schienenstrang findet auch immer noch 3-mal wöchentlich Güterverkehr statt. Dort gibt es also in Niedermarschacht insbesondere eine chemische Fabrik. Die beschäftigen sich mit Schwefelchemie. Und interessanterweise ist es so, dass offenbar der Hauptabnehmer von deren Produkten ist die Kosmetikindustrie. Da könnt ihr euch vorstellen, habe ich auch ein bisschen überrascht geguckt,
Weil Schwefel und Kosmetik ist jetzt etwas, was spontan, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt so gut zusammengeht. Aber was verstehe ich schon von Sachen, die man sich ins Gesicht schmiert? Und der zweite gelegentlich bediente Güterkunde ist also ein Kali-Lager der Firma Kali und Salz in Tönhausen. Aber der Hauptgüterverkehrskunde ist eben, wie gesagt, diese Chemiefabrik. Und die wird heutzutage, nachdem die Osthannoversche Eisenbahn, die sind ja selber gar nicht mehr als Eisenbahnverkehrsunternehmen aktiv, sondern betreiben nur noch Infrastruktur. Und seitdem das so ist, wird also diese Bedienungsfahrt nach Niedermarschacht dann von DB Cargo vom Rangierbahnhof Maschen aus dann vorgenommen. Für diese Fahrten braucht DB Cargo also Lokrangierführer mit Zusatzqualifikationen zu Gleitbetrieb für nicht bundeseigene Eisenbahnen. Das ist allerdings heutzutage eigentlich gar nicht mehr so eine große Besonderheit. Findet man inzwischen an vielen Ecken Deutschlands, dass also die DB auch auf nicht bundeseigenen Strecken inzwischen dann rauf und runter fährt. Damals zu meiner Zeit ging das zum Beispiel dann auch im Cargo-Produktionszentrum Duisburg-Hagen los. Da war meine Firma am Rande auch dran beteiligt. Wir haben es nämlich den Ausbildern von DB Cargo damals ermöglicht, dass die erstmal qualifiziert wurden, dass sie dann FVNE ausbilden konnten. So, und wenn man geradeaus hier rausfährt aus diesem OHE-Bahnhof, dann landet man nach Überquerung der Staatsbahnstrecke auf einer Bahnstrecke, die nach Hützel und weiter nach Soltau führt und der Osthannoverschen Eisenbahn gehört. Da ist heutzutage nicht mehr so richtig wirklich was los. Gelegentliche Holzverladung soll da wohl noch stattfinden an dieser Strecke hier. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir wieder rauskommen hier aus diesem OHE-Bereich in Richtung der Staatsbahn. Eben einen Blick hier in dieses Gleis rein. Hier ist dann zu sehen der Bereichstellrechner des elektronischen Stellwerks von DB Netz. Und damit sind wir jetzt wieder auf bundeseigenen Schienen unterwegs. Wenn man ETCS geführt auf dem Regionalgleis in der sozusagen falschen Fahrtrichtung nach Norden Richtung Stelle unterwegs ist, dann wird man hier an diesen Signalen aus dem ETCS rausgeschmissen, weil das sind dann die letzten Signale, die noch unter Kontrolle dieser ETCS-Zentrale Lüneburg sich befinden. Die nächsten Hauptsignale in dieser Fahrtrichtung gehören schon zum Stellwerk des Bahnhofs Stelle, was noch immer ein Drucktastenstellwerk ist. Und da ETCS Level 2 ja nur zusammen mit elektronischen Stellwerken eingesetzt werden soll in Deutschland, wird man dann also hier aus dem ETCS entlassen, wenn man in diese Richtung fährt. Das ETCS hier auf dieser Strecke in Betrieb zu nehmen, war für mich durchaus auch spannend, weil, wie gesagt, eigentlich ist diese ETCS-Installation in der echten Welt noch gar nicht in Betrieb genommen. Aber man kann relativ gut sich das einfach durch Hinsehen erschließen, wie das denn wohl alles funktionieren wird, wo die Ein- und Ausstiege sich befinden werden, demnächst dann, wenn das alles in Betrieb ist. Die einzige Ausnahme, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ist die Frage, wie sie das eigentlich geregelt haben mit Zügen, die im Rangierbahnhof Maschen beginnen und dann in Richtung Süden auf dem Regionalgleis nach Lüneburg fahren, wo die genau dann tatsächlich ihren ETCS-Einstieg haben. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber man muss ja auch noch ein bisschen was haben, was man in Zukunft gegebenenfalls dann an Details nacharbeiten kann. Es ist jedenfalls schon eine ziemliche Errungenschaft, dass man jetzt erstmals im Hobby-Zusi eine Level-2-Strecke mit einem Anfang und einem Ende hat, sodass man also auch Ein- und Ausstiege dann mal richtig zeigen kann, was auf dem VDE-8-Streckennetz aufgrund der derzeitigen Netzausdehnung nicht so richtig geht. Hier mal eben ein Blick in die Gegenrichtung. Trapeztafeln am Gegengleis. Das ist etwas, was man bei der echten Bahn erst vor wenigen Jahren erfunden hat.
Dass man also gesagt hat, es darf nicht mehr sein, dass man wie früher überhaupt keine PCB-Absicherung der Einfahrt eines Bahnhofs am Gegengleis hat, wenn dort keinerlei Signal sich dann dort befindet. Nach alter Väter-Sitte war es so, dass solche nur auf Befehl durchzuführenden Fahrten in Richtung eines Bahnhofs ohne Einfahrsignal am Gegengleis nur mit einem 500-Hertz-Magneten abgesichert waren als einzige Maßnahme. Und dieser Befehl, den der Triebfahrzeugführer bekommt, der lautet in dieser Situation, ja, Sie müssen auf dem Gegengleis in Höhe von Signal 63F anhalten. Das wird natürlich in dem Moment zum Problem, wo man zum Beispiel das Gegengleis befahren muss, weil hier im Regelgleis eine riesen Baumaschine gerade die Sicht auf das Signal verdeckt, ein 400 Meter langer Schnellumbauzug zum Beispiel, der da gerade bei der Arbeit ist. Und dann versuch mal, das Signal 63F dann noch zu finden, auf dessen Höhe du anhalten sollst. Das ist also das eine Problem, was jetzt gelöst werden sollte mit diesen Trapeztafeln, die dann auch mit einem 2000 Hertz Magneten bewaffnet sind, den es vorher auch nicht gab. Und das andere war ein rechtliches Problem, weil im Nachgang zu dem Unfall in Hordorf war es ja so, dass die Politik die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Strecken ohne ausgerüstete Zugbeeinflussung von 100 km/h auf 50 km/h abgesenkt hat. Und das fand man also auch doof, dass dann die Befahrung des Gegengleises auf Befehl noch länger dauern würde, als es sowieso schon tut. Und dann hat man also Anfang 2014 dann ermöglicht, dass dieses Signal NE1, das war vorher nur auf Nebenbahnen zulässig, und seit dieser Zeit ist es also dann auch auf Hauptbahnen zulässig. Hat ja die Bedeutung, dass also die Stelle gekennzeichnet wird mit diesem Signal, an der bestimmte Züge zu halten haben. Wie wird man ein bestimmter Zug? Naja, indem man eben einen Befehl bekommt. Der Befehl ist also im Prinzip ganz so, wie er früher war, nur dass dort jetzt nicht mehr steht, Sie müssen halten auf Höhe Signal 63F, sondern Sie müssen halten vor Signal NE1 in Kilometer 151,155. Was man dann praktischerweise hier am Signal selber dann auch nachlesen kann, dass es das richtige NE1 ist. So, weiter Richtung Norden. Und es folgt das Streckenmodul Stelle. Mit der Abzweigstelle Aßhausen. Diese Abzweigstelle existiert nur hier am Fernregelgleis. Und diese Abzweigung wird genommen von den Metronom-Regionalzügen, die ab dem Bahnhof Lüneburg an allen diesen Milchkannen hier am Wegesrand anhalten, unter anderem auch am Haltepunkt Aßhausen. Und sie ist die erste Möglichkeit für Güterzüge aus den Ferngleisen auszuscheren, um dann entweder in Richtung Maschenrangierbahnhof oder über die Hamburger Güterumgehungsbahn oder in Richtung Hamburger Hafen zu fahren. Diese Weiche hat übrigens in der echten Welt als Grundstellung die abzweigende Stellung, weil wohl die meisten Züge, die hier vorbeikommen, tatsächlich hier die Abzweigung nehmen. Und geradeaus fährt hier eigentlich im Wesentlichen nur der Fernverkehr und die durchfahrenden Metronomzüge, die von Lüneburg nach Hamburg-Harburg nur in Winsen an der Luhe, aber nicht an den Unterwegsbahnhöfen halten. Und da hat man es wohl so gelöst, dass man gesagt hat, dann legen wir also eine Vorzuglage dieser Weiche fest und die weist dann hier in das Zweiggleis. Das führt dazu, dass man als Fernverkehrslokführer so ein bisschen Aggressionen kriegen kann, wenn man mit 200 km/h ankommt. Und der Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale Hannover allerdings ausschließlich seine Zuglenkung arbeiten lässt. Also das ESCW hier ist durchaus auch selber in der Lage, die Züge hier an dieser Weiche korrekt zu sortieren in Richtung Abzweigung nach Maschen oder eben geradeaus weiter auf den Fernbahngleisen. Tut das allerdings zu einem relativ späten Zeitpunkt. Und wenn also allein die Zuglenkung aktiv ist, dann führt das dazu, dass schnelle Züge, wenn die hier ankommen, von 200 km/h auf so ungefähr 150 km/h schon runtergebremst werden von der LZB. Während wenn der Fahrdienstleiter ein bisschen mitdenkt und ein Freund des Fernverkehrs ist, dann hat er die weiterführende Fahrstraße auf der Fernbahn bereits von Hand gestellt. Das ist derzeit noch beim Kollegen in Prüfung, ob man auch in Zusi diese Feinheit irgendwie zumindest so ein bisschen andeuten kann, aber ich würde eigentlich sagen, es sieht da eher schlecht aus, weil Zusi ist nicht wirklich darauf ausgelegt, solche Feinheiten, die durch Selbststellbetrieb dann entstehen, nachzubilden und insbesondere dann da Zufall auch reinzubringen.
Also es wäre wahrscheinlich kein Problem, alle Züge hier an dieser Stelle brutal auszubremsen, aber das will man wahrscheinlich ja auch nicht haben. Und wenn man nur einige Züge dann hier dann aufgrund einer verzögert kommenden Fahrstraße bremsen möchte, dann wird es in Zusi wirklich schwierig. Ja, Aßhausen. Ein Highlight der jüngeren Geschichte dort ist, im Jahr 2011 haben sie dort einen alten Kiesturm einer ehemaligen Kiesfabrik gesprengt. Der hat sich allerdings tapfer gewehrt, muss man sagen, dieser Turm. Das lief also in etwa folgendermaßen ab. Es gab also eine Sprengung und unerwarteterweise blieb der Turm allerdings danach dann stehen und stürzte nicht um, wie geplant. Weil, wie sich herausstellte, waren so viele Rohre, die da von oben nach unten dann noch in dem Turm verliefen, obwohl also der Sprengstoff ordnungsgemäß die tragenden Stützen weggesprengt hatte, stand der Turm danach dann auf diesen Rohren. Dann kam man auf die Idee, dass ihm vielleicht nicht so ganz so viel fehlt, dass er dann doch noch umkippt, und dann nahm man einen Unimog und ein Stahlseil und versuchte also an dem Turm zu ziehen, in der Hoffnung, dass er dann umfällt. Das klappte auch nicht, also musste der Sprengmeister nochmal ran und dann mit nochmal mehr Sprengstoff dann die Rohre dann auch noch sprengen. Dann gab es also den zweiten großen Knall und der Turm stand danach allerdings immer noch. Kurze Zeit danach fing er dann allerdings Feuer und dann hat die Feuerwehr natürlich gesagt, nee, das löschen wir jetzt nicht, jetzt lassen wir ihn abbrennen. Und nachdem dieses Feuer dann eine Weile geglüht hatte, das schwächte dann die Konstruktion durch Hitzeeinwirkung dann so, dass er dann doch noch umstürzte. Er stürzte allerdings, weil man kann ja dann die Richtung, in die er umfällt, nicht so richtig wirklich beeinflussen, ungünstigerweise in so einen Wald rein. Da hatte die Feuerwehr doch noch ein bisschen was zum Löschen. Das war also die Sprengung des Kiesturms. Vor dem dreigleisigen Ausbau war auch Aßhausen ein Bahnhof. Und dieser Betrieb hier, wahrscheinlich war das eine Raiffeisengenossenschaft oder irgendwie sowas, die hatten früher auch einen Gleisanschluss. In den 2000er Jahren war der allerdings schon abgebunden. So, letzte Signale des elektronischen Stellwerks. Der Bahnhof Stelle, dort ist noch immer das Drucktastenstellwerk in Amt und Würden, das 1974 dort in Betrieb ging, zusammen mit dem Rangierbahnhof Maschen. Und aus diesem Grund gibt es also im Bahnhof Stelle immer noch HV-Lichtsignale anstatt KS-Signale. Einfahrsignal Bahnhof Stelle am Regionalgleis und dann Einfahrsignal Bahnhof Stelle am Ferngegengleis und Einfahrsignal Bahnhof Stelle am Fernregelgleis. Die Torwirkung ist also hier völlig am Arsch. Und hier auf der Güterzugstrecke ist das hier das Einfahrsignal von Stelle. Interessanterweise ist es also so, dass auf diesem Güterzuggleis, wenn man Richtung RBF Maschen dann hier rechts da hinten abbiegt, dann hat der Bahnhof Stelle kein Ausfahrsignal. Bei anderen ähnlich strukturierten Betriebsstellen, zum Beispiel Meckelfeld nördlich des Rangierbahnhofs Maschen oder auch Selmig in der Nähe des Rangierbahnhofs Hamm, hat man das dann typischerweise so gelöst, dass dann an einem dieser Streckengleise der Bahnhof gar nicht als Bahnhof klassifiziert ist, sondern dann eine Abzweigstelle ist. Hier in Stelle hat man das aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Also auch an diesem Gleis hier ist Stelle durchaus ein Bahnhof, obwohl er gar kein Ausfahrsignal hat. Aber das muss ein Bahnhof ja eigentlich auch tatsächlich gar nicht haben. An dieser Stelle wieder eine Möglichkeit, um sich in Richtung Rangierbahnhof Maschen einzusortieren. Und warum diese Weichenverbindung hier in der Strecke überhaupt drin ist, das muss mir mal jemand erklären. Die bietet also die Möglichkeit, dass Züge, die nicht den Haltepunkt Aßhausen angefahren haben, dann hier den Bahnsteig von Stelle erreichen können. Aber da gibt es eigentlich fahrplanmäßig gar keinen Bedarf für. Alle Metronom-Regionalzüge, die im Bahnhof Stelle anhalten, halten auch im Bahnhof Aßhausen und kommen dann automatisch hier ein Gleis weiter rechts an. Und deswegen die Frage in die Runde, welches Verkehrsbedürfnis wird mit dieser Weichenverbindung eigentlich befriedigt? Stellwerk des Bahnhofs Stelle.
mal eben einen Blick in die Gegenrichtung. Hier gibt es eine ganz witzige Signalanordnung. Und zwar ist ja hier die Sicht auf das Hauptsignal auf den letzten paar hundert Metern verdeckt, dann durch das Stellwerk selbst. Und es ist also aus diesem Grund ein Vorsignalwiederholer erforderlich. Und dann kam man auf die Idee, wo stellen wir ihn hin? Naja, stellen wir den Wiederholer auf das Dach vom Stellwerk. Auch eine sehr exquisite Lösung. Ausfahrsignale, Bahnhofstelle. Die meisten Güterzüge nehmen den Fahrweg hier oben über das Überwerfungsbauwerk. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, hier auf dem tiefer gelegenen Gleis in Richtung Maschenrangierbahnhof zu kommen. Dazu muss man dann allerdings natürlich das Ferngleis der Gegenrichtung kreuzen, deswegen wird das in der Regel nicht gemacht. Und umgekehrt, die Züge, die aus dem Rangierbahnhof Maschen kommen, die kommen also dann hier über dieses Gleis. Ja, und hier an dieser Stelle schließt sich dann an das ZUSI-Streckenmodul Maschen-Rangierbahnhof Süd. Da habe ich ja bereits zwei Videos zu gemacht. Das wird dann also demnächst dann in einem Rutsch zusammen mit diesen vier Streckenmodulen dann auch in einem Add-on erscheinen. Und dann wird es zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal eine Streckenverlängerung geben. Dann folgt noch der nördliche Teil des Maschen-Rangierbahnhofs plus der Bahnhof Hamburg-Harburg. Jo, das war's dann. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns demnächst auf dieser Welle. Tschüss!